komme gebürtig aus Tel Parque und habe als Junge immer im Moor arbeiten müssen und bin deswegen als Junge hier öfters vorbeigefahren und habe damals mich immer gewundert, was ist das in der Arke Burg? Wir haben ja einer Landkarte das gesehen und bin dann auch hier mal durch die Weiden gekommen, auf diesen Wellen da gelaufen, aber letztendlich konnte man nicht viel mehr sehen. Klar, aus den Geschichtsbüchern wusste man, Widukind war hier, das war hoffentlich, dachte man ja vielleicht, und es hat sich ja jetzt bestätigt, eine Anlage, die zu Zeiten Widukinds errichtet worden ist. Hier hat Widukind seine Truppen versammelt und hier die Kriegszüge geplant gegen Karl den Großen, wobei er allerdings letztendlich unterlegen ist und hat sich dann im Jahre 785 taufen lassen müssen, als Unterwerfung unter die Franken. Ja, die Aufgabe war nicht einfach. Wir haben das ja aber mit einem gestifteten Gerüst geschafft, dass es bei mir auch zum Stehen kommt, der hohe Stamm, und dann ging das gleich los. Jetzt sieht man allerdings bei der Größe, wenn man an der Straße steht, hätte es ruhig noch ein, zwei Meter größer sein können. Sie wird dann doch von der Straße aus gesehen relativ klein und trotzdem ist sie noch erkennbar. Es ist auch gut, dass die Figur einen Speer hat. Das haben wir anfangs ja auch diskutiert. Das ist wie ein Zeichen von Weitem. Das blinkt auch noch ein wenig auf. Es ist also gut, dass wir den Speer doch noch gemacht haben, weil wir wollten zuerst vielleicht nur das Schild nehmen oder nur das kleine Schwert, was man ja kaum sieht. Das Sachsenschwert war ja nun mal so klein. Da kann man auch nicht viel dran ändern. Ja, mich hat es sehr herausgefordert und jetzt bin ich auch zufrieden. Sehenswürdigkeiten, ich glaube, da sind wir uns einig, gibt es im Landkreis sehr, sehr viele. Beispielsweise gehört sicherlich der Dümmer dazu, die Dammer Berge, das Industriemuseum in Lohde, die Zitadelle in Pechter oder auch das Haus im Moor, hier fast in Steinwurfweite. Aber seit zwei Jahren gehört eine weitere Sehenswürdigkeit dazu. Mit der neu rekonstruierten Arkeburg ist ein Stück fast verloren geglaubter Geschichte wieder ans Tageslicht.